Was machst du denn da? Ich hab kein Mikro. Das ist ja. Was ich mache? Ich mach mich hübsch. Kannst doch keine Dummheiten erzählen. Ich mach mich hübsch. Aha. Damit ich gleich lieb gucken kann, wenn ich was haben möchte bei Obelink. Wir fahren heute zum Obelink. Dafür haben wir hier gestern schon auf einem Stellplatz in Winterswijk Kotten schon Station bezogen. Mit dem Fahrrad sind das 9 Kilometer bis zum Obelink. Wir fahren natürlich mit dem Wohnmobil, da kriegen wir gar nicht alles am Rad. Aktion, neue Toilettenkassette. In Frankreich, in der vorletzten Nacht, ist uns die ja kaputt gegangen. Die ist gerissen, als sie voll war. Okay, nicht eingebaut. Alfred vom Fahrrad gefallen, besser gesagt. Und jetzt wollen wir für den nächsten Urlaub, wo wir nämlich in 2 Wochen hinfahren, wieder eine Ersatzkassette mitnehmen. Und darum müssen wir vorher noch zum Obelink. Wie es so ist, braucht man nicht immer nur ein Teil. Wir zeigen euch, was es aktuelles dort gibt und was es dort alles ansonsten zu finden gibt und wie so ein Einkauf mit uns bei Obelink abläuft. Schlimm, sag ich euch, schlimm. Wir haben ja schon mal im Januar oder Anfang Februar euch ein Video dazu gemacht und jetzt gibt es einfach das Sommer-Update dazu. Den Stellplatz, den zeigen wir euch vorher noch mal ganz kurz im Rundumschwenk. Dazu machen wir euch wieder, wie ihr es von uns kennt, ein ausführliches Stellplatzvideo, weil wir sind hier bei Meine kleine Farm. Habe ich als Kind immer geguckt. Hier laufen nachmittags die Schafe und die Faue über die Wiese und noch andere Tiere auch. Lohnt sich, dass wir da einen Dreh zu machen. Aber den gibt es ja, wie gesagt, in dem anderen Video wieder. Ich muss mich schnell fertig machen, der Obelink hat schon auf, sonst kriege ich nichts mehr. Ciao! So, kleiner Schwenk über den Platz. Ultra ruhig hier und günstig. Aber wie Betty schon sagte, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Und hier kann man markieren und dann ist das gut, dann ist der Platz für einen reserviert. Wir nähern uns unserem Ziel. Kennt ihr das? Ich bin ja echt früher so eine kleine Shopping Queen gewesen. Kein Outlet. Ja, heute kaufe ich ja manchmal so viel. Kein Outlet war vor mir sicher. Und heute habe ich dieses Gefühl nur noch, wenn wir zum Obelink fahren. Noch nicht mal wegen dem Kaufen. Wir fahren, halten uns ja wirklich so 90% strikt an unserer Liste. Aber einfach gucken, mit anderen Campern reden, was gibt es Neues. Und ja, auf Entdeckungstour gehen. Ich finde das mega. Zumal ich das auch mal nett finde, da oben essen zu gehen oder einfach nur einen Kaffee zu trinken. Man kommt wieder mit anderen Campern in Gespräch. Ja, ich finde das immer sehr kultig. Weiter geht's, gleich sind wir da. Juhu! Alfred strahlt, das Wohnmobil rast. Betty ganz hibbelig. Betty in der Obelink. Mal gucken, vielleicht trifft man ja auch den einen oder anderen, den man kennt. Das wäre jetzt nicht das erste Mal. Also, bleibt dran, wir halten euch auf dem Laufenden. Hier direkt für euch ein paar Einkaufstipps, wenn ihr es zum ersten Mal bei Obelink sein solltet. Es gibt viele Videos dazu, aber ich möchte gerade mal auf euren Erstbesuch eingehen. Wir haben beim letzten Mal viele neue Camper, Wohnwagen, Wohnmobil, egal, hier getroffen, die mit 2, 3 von diesen großen Einkaufswagen hier durchschoben und erfahrungsgemäß, wir waren ja auch das erste Mal hier, hat man Sachen, die auch heute nach vielen Jahren noch unbenutzt im Schrank liegen. Macht euch eine Liste, was ihr braucht. Macht euch einen Plan und lasst euch nicht von Angeboten verleiten. Und wenn ihr das, was auf eurer Liste steht, in den Händen hält, überlegt nochmal, ob ihr es wirklich braucht. Auch wir hatten vieles gekauft, was auf der Liste stand, was man nämlich nicht braucht. Und von daher,
rein ins Vergnügen. Kommt einmal mit, wir zeigen euch alles. Solltet ihr für euren Einkauf eure Hunde mitnehmen wollen, ist das kein Problem. Die müsst ihr nicht im Fahrzeug lassen. Hunde dürfen mit ins Geschäft, aber nur, wenn ihr sie in den Einkaufswagen setzt. Also so Neufundländer müsst ihr schon irgendwie da reinkommen. Könnte schwierig werden. Genau. Aber bevor sie dann stundenlang im Geschäft dem Einkaufsmarathon ihrer Herrchen ausgesetzt sind, können sie hier vorne nochmal sich einen Schluck Wasser gönnen, damit sie es etwas erträglicher haben, während ihr stundenlang dann durch die Auslagen lauft. So, und jetzt gehen wir mal rein. Wenn ihr noch nicht hier wart, haltet euch an den ausgeschilderten Rundgang. So könnt ihr alles einmal inspizieren und schauen, was ihr braucht. Im Eingangsbereich hängt auch noch ein großzügiger Lageplan, den ihr immer wieder auch im Geschäft wiederfindet und euch orientieren könnt, in welchem Bereich ihr möchtet. Kennt ihr euch aus, könnt ihr natürlich auch hier vorne direkt die Treppe nutzen oder den Aufzug, um in die oberen Stockwerke zu kommen. Was keiner weiß, der zweite oder dritte Stock ist es? Dritte. Der ist dem Garten gewidmet und dort bekommt ihr super Outdoor-Möbel und Kissen und alles, was in den Gartenbereich geht. Der wird oft unterschätzt. Aber hier könnt ihr einmal sehen, allein wie groß es nur auf dieser Erdgeschossebene ist und was ihr hier alles findet. Wir gehen mit euch einmal durch, damit ihr einen groben Überblick bekommt. Und dieses Zeug kann ich euch nur empfehlen. Verhindert die Geruchsbildung und reinigt euren Abwassertank. Wir hatten ihn jetzt wieder so ein bisschen, dass die Fließgeschwindigkeit nachließ, sodass sich Ablagerungen halt in den Leitungen gebildet haben. Einmal das Greywater frech hinein und alles läuft wieder wie am ersten Tag. Direkt wenn ihr hier reinkommt, habt ihr hier alle Zusatzstoffe für eure Chemietoilettentank, Abwassertank und für Gerüche. Wir können da nur die Hausmarke vom Obelink empfehlen, wenn ihr die Chemietoilette nutzen wollt. Das ist als Konzentrat, haben wir das oder haben wir das versetzt? Was? Das blaue Zeug. Konzentrat. Das Konzentrat benutzen wir es vom ersten Tag an und ist wirklich super in der Zersetzung. Wir benutzen auch zwischendurch mal die Variante preiswert und nur mit Weichspüler. Aber in den warmen Sommermonaten nehmen wir das und die Geruchsbildung ist fast auf null. Gerade wenn wir hier Temperaturen über 30 Grad haben. Kostet die Hälfte zu dem namhaften Aqua Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Gleiche Wirkung unserer Meinung nach. Wir hatten anfangs ein-, zweimal das namhafte Produkt, seitdem dieses und bestens zufrieden. Wie gesagt, Variante Weichspüler in den Wintermonaten funktioniert aber auch. Und dann gibt es noch eine Legende. Ich hole mal was. Alfred, stopp mal. Camper-Toilettenpapier braucht er nicht. Ist einfach dünn, ein bisschen dünner als zweilagiges. Wir benutzen, wir haben das auch in der Erstausstattung beim Kauf des Wohnmobils dabei gehabt, haben es auch ahnungslos mal ein, zweimal nachgekauft. Wir benutzen seitdem zweilagiges, manchmal denkt man auch nicht dran, dreilagiges, ganz normales Toilettenpapier vom Discounter. Und was soll ich sagen, wir haben noch nie Probleme gehabt. Wie gesagt, Weichspüler oder die Hausmarke hier zum Zersetzen reicht allemal und kostet oder spart ihr ganz viel Geld. Braucht er nicht, kann weg. Ja, nee, ist klar. Empfehlenswert, wir haben nicht dieses, sind aber Kulturbeutel, die ihr aufhängen könnt. Gerade in den Duschkabinen sind manchmal nur ein, zwei Haken vorhanden, wenn ihr nicht im Wohnmobil duscht. Und dann ist es praktisch, wenn ihr diesen Haken habt, ja, und euch daraus bedienen könnt, weil auch nicht jede Dusche, wenn ihr auf Stell- und Campingplätzen seid, verfügt über Ablageflächen für euer Duschgel und Shampoo. Und dann sind die immer ganz praktisch, trocknen schnell und können dann auch aufgehangen in der Dusche, im Wohnmobil oder an einem anderen Haken wunderbar nachtrocknen. Ganz süß jetzt auch mit dem VW-Bulli, aber wie gesagt, wir haben da andere, aber wollen sie auch nicht mehr missen. Gibt es hier in allen Varianten, für jeden das Passende mit Sicherheit dabei.
Auf den Plätzen siehst du oft Leute mit einer ganz normalen, ich nenne sie immer Friedhofsgießkanne, Wasser holen. Teilweise auf dem Fahrrad und bis sie dann, je nachdem wie unwegsam das Gelände ist, an ihrem Wohnmobil oder Camper wieder ankommen, ist die Kanne nur noch halb voll. Wir haben diese Variante auch mit einem Verschlussdeckel hier vorne noch auf der Tülle und einem Einfüllstutzen in dieser Art. Der passt jetzt hier nicht drauf. Nicht, dass ihr denkt, dass der passt. Ne? Zu dieser Kanne ist aktuell gerade kein Passner hier im Laden, wo wir das dann auch ganz einfach, ohne etwas zu verschütten, mit einfüllen können. Wir haben es nicht hier gekauft. Wir waren beim Fritz und haben es doch geholt. Aber preislich liegt da nicht zwischen. Wie gesagt, hier aktuell für die Kanne, die ich in der Hand habe, gibt es hier gerade keinen Einfüllstutzen. Aber kann man ja mal nachfragen. Das Lager ist immer gut bestückt. Geht aber auch so. Ja, aber ist ein Luxus, den wir nicht missen wollen. Okay, ich stelle sie mal wieder weg. Hamburg, auch noch nie benutzt, doch. Auch ein Gimmick, das vielleicht nicht uninteressant ist, wenn man im Wohnmobil kein Wasser einfüllen möchte, weil man sagt, ich benutze das nicht, ich spüle immer auf dem Campingplatz, ich wasche mich und dusche mich, alles auf dem Campingplatz, Toilette benutze ich auch nicht, aber es gibt ja Notfälle. Oder im Winter. Wir sind im Winter bei hohen Minustemperaturen schon gefahren, wollten aber das Wohnmobil dann auch unbeheizt, weil die Heizung ja dann nicht so läuft, nicht mit Wasser schon befüllen, sondern erst wenn wir stehen und dann auch nur in kleinen Mengen, haben wir für die Fahrt zwischendurch, um mal die Hände zu waschen oder die Toilette zu spülen, einen etwas größeren Faltkanister genommen, den wir dann einfach mit Wasser gefüllt haben, um die Toilette mal eben nachzuspülen. Bleiben wir noch bei dem Toilettenthema. Wir sind ja hier, weil wir eine neue Kassette für unsere Toilette brauchen, da Alfred sie ja im Urlaub gehimmelt hat. Okay, ich sage es nicht nochmal. 100-mal gesagt, wenn ihr jetzt über kein fest verbautes WC im Wohnmobil verfügt oder in eurem umgebauten Van, Ventura, habt ihr natürlich hier die Möglichkeit, auch verschiedene Toiletten à la Potty-Pots zu erwerben und die entsprechenden Materialien, die da hineinkommen, inklusive Toilettenbürsten. Wir haben unsere wieder beim Fritz geholt, weil die konntest du an die Wand schrauben und da stört sie nicht. Die rutscht mir bei der Fahrt zu viel durch die Gegend. Es sei denn, ich habe eine Ecke, wo sie nicht rutschen kann, weil sie irgendwo zugebaut ist. Was dann aber, wenn du sie benutzt mit Spritzwasser, finde ich wieder nicht so toll. Da finde ich die Variante an der Wand wesentlich besser. Haben wir auch nie Probleme mit, kannst einen Becher spülen, also die sind dann nicht so optimal. Da schaut lieber mal beim Fritz. Obelink hat nachgerüstet, Hausmarke. Es gibt sie jetzt auch für an die Wand. Wir haben diesen Becher noch abnehmbar, dass man ihn reinigen kann. Aber Alternative und besser. Okay, dafür haben wir ja den Alfred mit. Bei Technik bin ich raus. Thema Spülen habt ihr hier in allen Größen und Formen. Vom Einsatz, von der Spülschüssel über Bürsten, habt ihr alles hier, könnt ihr euch alles hier soweit besorgen. Im Camper haben wir ja nicht so eine Ablage- oder Abtropffläche wie zu Hause an der Spüle. Es gibt Abtropfmatten, brauchst du auch nicht. Wir haben ein Tablett mit einer leichten Erhöhung, wo das Wasser sich sammeln kann, was du ganz einfach danach ausschüttest und das Tablett trocknest. Bewährt seit 3 Jahren. Gibt es für 1,95 € im Discounter. Seitdem wir den Fahrradträger abmontiert haben, fehlt mir was zum schnellen Wäsche trocknen, wenn ich mal ein paar Handtücher habe oder so. Aber unsere Garage ist irgendwie durch die Fahrräder ja ziemlich voll und die Varianten sind mir eingepackt immer noch zu groß. Du hättest sie zwischen den Rädern, musst das auch noch rausnehmen. Ich finde immer noch keine geeignete Lösung. Wenn ihr da eine Idee für mein Wäschetrockenproblem habt, dann schreibt es mir doch mal bitte in den Kommentaren. Diese kleine Rondell zum Aufhängen habe ich ja für die Dusche, aber ich kann sie ja draußen nirgendwo festmachen. Schreibt es mir mal, weil ich habe keine Idee mehr dazu.
hier sind wir wieder in der Mädelsecke. Ich bin jetzt schon so oft gefragt worden, wo ich diese Lampen gekauft habe. Ich habe sie beim Action gekauft. Da gibt es sie wohl aktuell nicht mehr, aber hier sind sie überall noch verfügbar. Zwar für einen etwas anderen Preis, 12,95 als beim Action, aber da der Obelink ja auch einen Online-Shop hat, könntet ihr die Lämpchen hier auch bestellen. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir haben die ja seit 3 Jahren im Gebrauch und der Solar lädt auch schnell. Kann ich euch nur empfehlen. Hier gibt es sie noch. Ganz viele. Wir haben hier Geschirr in allen Varianten und das über eine Riesenfläche, die ich euch nicht komplett zeigen werde, aber hier ist für jeden Geschmack was dabei. Vom Untersetzer über Platzdeckchen, na, da bin ich schon wieder in. Und Filz ist auch gut, wobei da Filz, ich habe ja das ganze Wohnmobil mit Filzmatten ausgelegt in den Schränken, damit nichts klappert, wenn unsere Discounter Aldi Lidl die Dinger wieder mit 4 Stück für 3-4 Euro hat, schlage ich da immer zu und dann haben wir mit 4 Sets das Wohnmobil komplett von innen ausgekleidet. Aber vom Geschirr hier ist für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Und wo Geschirr ist, ist natürlich auch Besteck und Pfannen und Töpfe und Gläser. Aber das zeige ich euch jetzt nicht, weil das wäre zu viel. Da müsst ihr euch jetzt selber durchkämpfen. Ein Gimmick, was man nicht braucht, ist diese Unterteilungen. Die haben wir noch ungenutzt, immer noch im Schrank liegen. Ich habe einen Sockensortierer vom Teddy. 1 Euro, mittlerweile kosten sie glaube ich 1,99. Da kannst du deine Tassen und Gläser wunderbar reinstellen. Das Ding ist aus Stoff, dadurch auch nicht starr. Du kannst es ein bisschen schieben und nie genutzt. Anders lösbar, günstiger lösbar. Und anstatt Kunststoff bevorzuge ich da die Filz- und Stoffvariante. Nicht nötig. Der ist nötig, weil ohne dem gibt es das Video nicht. Schon krass. Es gibt Cognac-Schwenker und alle Glasvarianten. Teilweise sehen die so echt aus. Es ist schon echt verblüffend. Wir haben auch verschiedene Gläser. Benutzen Allround. 1, 2 verschiedene und eine Tasse. Und die ist aus Porzellan. Schmeckt der Kaffee einfach besser drin. Empfehlen kann ich euch Holzbretter, wenn ihr was schneiden müsst. Wir haben auch diese dünnen Kunststoffbrettchen, die da vorne die kleinen Schnittbretter liegen, haben wir auch in der größeren Form 1, 2 Mal benutzt. Wir haben die Holzbretter. Wohin mit den Holzbrettern? Dazu kann Alfred euch jetzt was erzählen. Otto, das ist ganz einfach. Guck, das Technikvideo umbauten und da seht ihr, wie das gemacht ist. Wir haben in den Türen unserer Küchenschränke jeweils für ein Brett in der Größe und ein kleineres Führungsschienen in der Tür eingebaut und da hängen sie, werden sie einfach eingefädelt und hängen da so drin. Rappeln nicht und nichts, sind fest, Tür zu, Brett weg. Gimmick, must have. Unser Kühlschrank neigt dazu, sich manchmal ein Eigenleben zu nehmen und von alleine aufzugehen. Und das eigentlich nur während der Fahrt. Nicht nur einmal, sondern 2, 3 Mal sind uns auch schon die Eier durch die Gegend geflogen. Wer die schon mal weggewischt hat, weiß, was das für eine Arbeit ist. Wir haben seit einiger Zeit diese Box, die auch schon mal aus dem Kühlschrank gefangen ist. Aber du hast die Suppe des kaputten Eis in der Box, weil die geht nicht auf, auch wenn die Eier richtig durch die Gegend fliegen. Und als Tipp, Schale entfernen, Rührei machen. Genau. Okay. Ab und zu möchte man schon mal einen heißen Kessel oder einen Topf auf die Ablage setzen.
Leicht und praktisch sind Filzuntersetzer. Wenn man die aber dauerhaft im Camper lässt, werden die porös und ihr habt die Einzelteile im Wohnmobil oder im Wohnwagen liegen. Also von daher, nehmt lieber die Bambus-Variante, eventuell auch die Silikon-Variante. Ich würde persönlich auf Bambus gehen, aber wir brauchen gar keine, weil wir fast nur in der Omnia kochen. Und den Kessel stellen wir dann ins Spülbecken. Geht auch. Eigentlich braucht ihr die gar nicht, weil wenn ihr die Holzbrettchen habt, könnt ihr das auf die Holzbrettchen setzen. Die haben wir ja auch noch. Und solltet ihr Kinder mit haben, Spielzeug gibt's ja auch, wie den Knuffelbuddy. Willst du einen haben? Anti-Rutschmatten. Praktisch, von einigen gehypt. Wir haben sie komplett rausgeschmissen und wie gesagt gegen die Filzsets ausgetauscht. Und seitdem rutscht bei uns nichts mehr. Und bei den Filzsets habt ihr auch Tassenuntersetzer bei, ungefähr so groß. Die haben wir hinter den Fahrradakkus an der Wand, überall, wo an der Wand was klappern könnte, haben wir sie hintergesteckt oder geklebt. Und Bombe, da hört ihr auch nichts mehr rappeln. Bei den Dingern habt ihr Klappergeräusche. Filz dämmt. Unsere Omnia hat langsam ihre Gebrauchsspuren und wir kaufen mittlerweile die dritte Silikonform und auch eine neue Omnia, weil sie doch etwas dünn wird. Da gibt es jede Menge. Ich sehe aber auch da nicht ein, dass ich nur, weil ich einen farbigen Deckel habe und Pink toll finde, einen pinken Deckel mit einer pinken Form nehme. Kostet direkt über 10 Euro mehr jeweils. Wir nehmen Classic Rot. Und damit ist es gut. Es gibt mittlerweile jede Menge Zubehör. Es gibt auch von Omnia diese Taschen. Wir haben hier, allerdings noch in Schwarz, von Obelink, die Haustasche. Die scheint ausverkauft zu sein. Die tut es auch und die hat noch keinerlei Blessuren. Doch, da hängt sie doch. Hier. Kostet 6,95 und seit 3 Jahren im Gebrauch. Und ohne. Und warum nimmst du jetzt nicht die beschichtete? Weil bei der beschichteten Omnia du die Gitterroste, die wir benutzen, dieses, um Brötchen aufzubacken, was wir ja jeden Morgen machen, das nicht reinlegen darfst, weil das die Beschichtung beschädigen könnte. Genauso benutzen wir auch dieses Rost, um darauf Bratwürste oder Kartoffelecken, Kroketten oder ähnliches zu machen. Das darfst du in der beschichteten eigentlich nicht an die Beschichtung kommen lassen. Dann solltest du da wieder eine Silikonform zwischenlegen. Machen wir nicht, wir nehmen deshalb die unbeschichtete. Und ich glaube, vom Spülen her kriege ich die Silikonform immer noch besser sauber als wie die beschichtete, weil da waren wir schon so oft im Schwamm dran, auch mit der Rückseite. Das kannst du bei der Beschichteten nicht machen. Wir bleiben oldschool. Auf hier der Seite ist alles rund um Kühlen von euren Lebensmitteln über euch, sprich Ventilatoren und anderen Kühlboxen. Und auf der anderen Seite haben wir mehr oder weniger alles ums Warme. Da geht es nämlich ums Grillen und Backen. Da gehe ich jetzt hin. Tschüss. Wir haben ja den Enders Grill, den großen. Und was haben wir festgestellt? Der ist zu groß. Und Alfred liebäugelt seit einiger Zeit, eigentlich bei jedem Besuch hier, mit diesem kleinen Kadak-Grill, den Safari-Chef, mit seinem Zubehör. Habt ihr da Erfahrung mit? Lasst es uns doch mal in den Kommentaren da. Vielleicht kommt ja bald das Christkind. Schreibt es uns mal, weil wir überlegen echt, das gegen den Enders zu tauschen. Und ansonsten gibt es hier natürlich, beim Thema Grill, alles, was das Herz begehrt, inklusive Gasöfen und verschiedenen anderen Varianten. Da findet ihr bestimmt für euch das Passende. Das ist der unnötigste Gang, den es gibt. Es gibt natürlich einige, die eine Kaffeemaschine oder einen Kaffeeautomaten sogar in ihrem Camper möchten. Wir sind die Wasserkessel-Fraktion, von daher kann ich immer wieder nur an der Stelle lustig sagen.
Der Faltwasserkocher mag mich nicht. Ich krieg den nie gleichmäßig runter. Immer wenn ich den in der Hand nehme, endet er so. Von daher nicht unser Ding. Um Ordnung in eurem Camper zu bekommen, findet ihr hier sämtliche Aufbewahrungsmöglichkeiten von der Kunststoffbox bis hin zu diesen textilen Organizer. Da könnt ihr gucken, wir haben den ein oder anderen im Gebrauch. Steht im Boden unseres Kleiderschranks für Schuhe. Super praktisch, hat schon mehrere Funktionen gehabt, aber ich glaube, das ist jetzt die finale Endlösung, dass das unsere Schuhkiste ist. Fußmatte kann ich auch nur empfehlen. Wir haben noch die erste im Gebrauch. Und egal, ob du sandig oder matschig stehst und gerade in unserem Sommer 2024, der ein Regen war, kann ich nur sagen, ohne Matte ging auf den meisten Touren bei uns eigentlich nichts, außer Wasser ins Wohnmobil, inklusive Matsch. Ein Troll. Lieber so oder lieber anders? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Hast du dich jetzt entschieden? Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Wenn der noch in der richtigen Farbe da ist, wird es der, weil der hat da das Fell noch mal mit da drin. Aber jetzt ziehe ich mich aber einmal aus, ohne dass das Kleid dabei mit rausgeht. Die Variante hat man nämlich gerade schon. Ja, kennt ihr das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse? Da ist Betty auf den Steinen. Das ist die Oma auf den Steinen? Ja. Das merkst du echt nicht. Die drücken sich nicht durch. Die ist gar nicht übel, die Matratze. Ist aber auch die dickste, die da ist. Also hier in dieser langen Halle ist alles rund um das Thema Schlafen, von der Matratze bis zum Schlafsack und auch Kopfkissen und Inlets. Bis da sind wir erst gekommen. Die Halle, wo es gefühlt bis jetzt am vollsten ist, ist die hier rund um den Campingstühlen und Campingtischen. Hier können wir kaum filmen, aber es gibt hier eigentlich auch so viele Modelle, dass man sich hier richtig austoben kann. Vom Falthocker bis hin zur komfortablen Liege. Alles für euch dabei, plus das entsprechende Equipment um den Stuhl drumherum. Hier haben wir dann alles zum Thema Küche, Möbel fürs Vorzelt, um Outdoor zu sein. Auch nicht schlecht, der Organizer. Hat aber auch sein Gewicht. Haben wir oben hier in diesem Sonderbereich zweite Wahlartikel, wo man schon mal das ein oder andere Schnäppchen machen kann. Da muss man sich dann durchwühlen. Aber der ein oder andere, den ich kenne, ist hier auch schon fündig geworden. Und dann nutzt man direkt den Blick von oben. Wir haben hier noch alles zu dem Thema Fahrradträger. Schlafkomfort, wie diese Flexiplatten statt dem Lattenrost. Da geht es dann um die Aufstellfenster, Dachfenster und Maxfans. Die gibt es hier auch. Und hier gehen wir dann noch mal runter zu den Outdoor-Küchen. Und da weitere Bereiche zur zweiten Wahl. Hier könnt ihr die ersten Einblicke in die Zelte bekommen. Es gibt Wohnwagen und Wohnmobile, die hier ausgestellt werden. Und eine Cafeteria, die noch hier unten zum kleinen Frühstück einlädt, bevor ihr oben zum Mittagessen in das Restaurant geht. Die Anzahl der Wohnmobile und Wohnwagen, die hier ausgestellt werden,
haben sich enorm vermehrfacht. Als wir im Februar hier waren, war das ein Bruchteil von dem, was ist. Hier drüber stehen jetzt auch noch Wohnmobile. Leider aber alle aus gegebenen Anlass, wegen zu vieler Beschädigungen und teilweise unverkäuflicher Modelle dadurch, sind sie verschlossen. Aber man kann die Grundrisse und auch die Preise natürlich hier schon mal sich anschauen. Verstärkt stehen hier Hobby und Detlefs und von den Wohnwagen Hobby, aktueller Stand heute. Aber um einen ersten Eindruck zu bekommen oder sich noch ein bisschen zu orientieren, ist das auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir sind ja auch wegen dem Zubehör hier. Ja, wenn wir das sehen, können wir das vielleicht schon machen. So ein Zelt hat natürlich auch etwas für sich. Da hast du Platz ohne Ende. Vorzelt praktisch als Küche. Und wenn ich an meine kleine Isomatte denke, die ich hatte, ist das ein Gedicht. Zwei riesige Schlafbereiche mit der Box, um was zu verstauen. Auch Staufläche, also echt genial. Super. Natürlich gibt es auch noch eine andere Variante, Faltkarawan. Auch hier hast du eigentlich ein gutes Raumgefühl und du hast zwei Schlafkammern. Das Ganze endet nachher hier und ich sag schon, wer schleppt denn das Aluzeug hier mit? Sagt Alfred, guck mal, das ist schwer. Das ist nämlich die Rückwand von deinem Faltkarawan. Ohne dem Ding bist du nämlich gar nicht vollständig, das musst du dann alles zusammenschauen. Aber ich kann euch eins sagen, die Tür ist schon sauschwer. Wenn du das dann hochhiefst, also ich müsste meinen Sohn als Bodybuilder mitnehmen, damit wir das überhaupt da dran kriegen. Ja. Also, das ist was für junge, kräftige Leute, nicht mehr für alte. Da brauchst du einen Mover für, das Teil zu bewegen. Okay. So sieht das Ganze nämlich dann aus, wenn ihr ihn zusammengeklappt habt. Ist schon eine geniale Sache, ne? Also super platzsparend. Und nachher habt ihr da so ein Monsterzelt, wie ich euch gerade gezeigt habe. Ich kann nicht mehr filmen, es ist mega voll und ich möchte die Leute hier nicht alle drauf haben. Hobby baut Wohnwagen. Hier haben wir den Beachy. Klein und kompakt. Okay, ich sag dazu direkt, meiner wäre es nicht. Mir ist das zu Ton in Ton und zu monoton. Abgesehen vom Platz, okay, das wäre für eine Person okay oder auch zwei, aber da gefällt mir das Raumgefühl nicht. Das sieht aus wie in der Konservenbüchse für mich. Hier oben dann verstärkt alles rund um den Wohnwagen. Wir haben noch drei Wohnmobile, zwei Detlefs, drei Detlefs hier stehen. Und ansonsten im Bereich der Wohnwagen haben wir verschiedene Marken wie Hobby, Fendt, Weinsberg. Was sehe ich noch? Auf den ersten Blick keine weiteren Marken. Bianco, ist auch Fendt, haben wir dann hier oben. Bei dem Thema Wohnwagen bin ich aber raus. Da müsst ihr euch dann hier einmal umschauen und das Personal fragen. Und was ich sehe von hier ist, dass wir eingeparkt sind. Da steht echt ein Auto so nah an unserem Wohnmobil. Ich weiß gar nicht, wie der da rausgekommen ist. Wir kriegen die Fahrertür definitiv nicht mehr aus. Und wenn ich sehe, wie viele PKWs da vorne auf dem Wohnmobilparkplatz stehen, kriege ich schon wieder das kalte Grauen. Oh. Nein, es ist nicht die Titanic, das ist die Klimaanlage. Hier ist es. Ja, hier bleibe ich auch stehen. Hier ist es warm drin. So, kleiner Smalltalk am Rande, jetzt geht's mit euch weiter. Hier wird's technisch. Ich lasse Alfred reden. Ja, bin aus der Nummer raus. Ich hab nichts zu reden, ich brauch nichts. Hier geht's rund um Solar, um die Sicherheit, doch wir brauchen eine neue Quetsche. Ja. Um den Fernseher und Keile haben wir hier noch in allen Varianten. Da haben wir beim letzten Mal auch die Sandbleche mitgenommen, nachdem wir ja in Bunschotten uns festgefahren hatten. War nämlich auf der Rückfahrt von Bunschotten, daher kam ja auch die Idee. Nee, die haben wir nicht. Nee, wir haben die aus Gummi, die sind zu poröse. Wir haben die anderen. Da sind die zu klapp. Ja. Wo sind sie denn?
Wo sind sie? Nicht mehr da. Da müsst ihr in das andere Video gucken, da zeigen wir sie. Ich habe heute Morgen den Stöpsel vom Spülbecken kaputt gemacht. Ja, gut, alles kaputt. Das war Materialfehler, der Gummi war ausgerissen. Aber was wir hier auch schon gekauft haben, sind solche Scharniere, unsere Toilettentür. Weinsberg-Krankheit geht oft auf. Und damit haben wir nicht unten, sondern oben an der Tür die Verriegelung angebracht. Und die gibt es in unterschiedlichen Stärken, Wandstärken. Sodass man das auch schön anpassen kann. Und der Weinsberg hat hinten ja noch die Klappe für in die Heckgarage, wo wir die Schmutzwäsche stehen haben. Man kann aber auch Wasserkästen oder ähnliches hin tun. Der Deckel ist mir immer auf den Kopf gefallen. Da haben wir auch noch so eine Scharnier. Füll ich mal rum. Ja, sieht man jetzt voll. Jetzt machen wir ein bisschen auf Retro. Knuffliger kleiner Wohnwagen. Der stand aber auch schon beim letzten Mal hier, aber den finde ich gemütlich. Unsere lang gesuchten Haken haben wir jetzt auch gefunden für die Kederschiene, damit wir da mal was zum Trocknen aufhängen können. Das ist schon mal gut. Die Sache Pöppi läuft. Alfred steht am Infopoint, um dann mal zu fragen, wo es gibt. Also in der Halle haben wir ja alles rund ums Abwasser, um den Sanitärbereich. Und auf der anderen Seite geht es in Richtung Gasversorgung, Klimaanlagen, Wasserversorgung und mein Objekt der Begierde, Toilettenkassetten. Hier haben wir auch den Aufsatz, den ich eben gezeigt habe, ne, mit dem Schraubverschluss. Der fehlte mir eben. Da ist sie. Aber ich warte, bis Alfred mit dem Wagen kommt. Haben wir nämlich schon einmal hier kaputt gemacht, aber wir haben sie auch halbiert. Kann nicht jeder. Aber wir können's. So. Dann haben wir im hinteren Bereich noch alles rund um die Abdeckplanen, um die Thermoplanen, Hitze-Kälteschutz. Da haben wir dann entsprechend hier noch alles für die kalte Jahreszeit, sowie Entlüfter, diese komischen Sets. Und hier haben wir die Hindemann-Planen und hinten haben wir dann breit aufgestellt die Hausmarke vom Obelink. Wir haben die damals beim Fritz geholt, haben die falsche geholt, wir haben eine Sommerabdeckung nur und waren danach hier und müssen ganz ehrlich sagen, wir haben es bereut, allein auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und jetzt habe ich entdeckt, was Alfred gesucht hat. Hier sind nämlich die Spülbecken. Vielleicht finde ich ja auch den Pöppi jetzt. Ne, die sind alle ohne Pöppi. Dann schauen wir mal, ob Alfred erfolgreicher war als ich. Ich finde keinen Pöppi. Was wir auch empfehlenswert finden, sind diese Schornsteinabläufe. Kann man natürlich auch mit einer Wäscheklammer improvisieren, aber als wir das erste Mal mit dem Wohnmobil bei Minusgraden unterwegs waren, hatten wir da eine fiese, hässliche Kondenswasserlinie, die sich ekelhaft am Wohnmobil entlang fraß. Mit den Dingern ist es wirklich besser. Beziehungsweise es war Eis. Hier haben wir einmal alles um den Outdoor-Bereich. Hier habt ihr, wie heißt das nochmal, Vorzimmerteppiche, Outdoor-Teppiche und entsprechend Fliegenschutz und so weiter. Und der ganze hintere Bereich, die Ralle ist riesig, haben wir Zelte. Die zeigen wir euch diesmal nicht. Die haben wir in dem anderen Video ausgiebig gezeigt. Da hat sich auch nichts geändert. Und eins will ich euch noch sagen.
Der Campingboom ist noch lange nicht vorbei. Es ist hier auf dem letzten Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen sowas von voll. Das habe ich noch nicht erlebt, dass es hier so voll ist. Und wir haben hier, wenn du in die Einkaufswagen guckst, noch dich unterhältst, so viele Neucamper, die ihre Erstausstattung sich anschaffen, weil sie im Urlaub vielleicht das erste Mal in einem Mietobjekt ihre Zeit verbracht haben, die vom Campervirus infiziert sind und sich jetzt hier eindecken, weil sie sowas angeschafft haben. Also von daher, wir können hier nur sagen, der Camperboom ist noch nicht vorbei. Der Zweisitzer ist von der Liste gestrichen. Der Pin hier vorne, der schreit nach Aua und Dämlichkeit von mir, aber nicht nach lustigem Liegekomfort. Nee, ist gestrichen. Der ist aber auch nicht richtig fest, der kommt normal da drüber, oder? Der kommt normal da dran, aber trotzdem stört er. Ich habe ja das Bein trotzdem da. Hier haben wir alles rund um die Heringe und um Schnüre und sonst was. Aber gerade ist so eine Invasion an Busse oder was weiß ich hier angekommen. Es ist schlagartig so voll, du kannst dich hier wirklich nur noch in die Zeltrichtung verpieseln. Du wirst hier überrannt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also von daher, vielleicht kommt noch eine Halle, wo alles nur auf 50% ist. Wahnsinn. Ich muss ja gerade mal zwischen den Zelten Luft holen. Ja, dann hol Luft. Ja. Voll mit Luft. Da ist er ja wieder. Echt schon krass. Was mich auch so wundert, ist, dass sowas auch für Leute mit Familie, mit zwei Kindern in Betracht kommt, die sich dafür interessieren. Man merkt, wir kommen in die Jahre. Ich könnte es nicht mehr. Zumindest nicht zu viert. Dann haben wir noch den Bereich rund um euren Vierbeiner, wo ihr dann entsprechende Befestigungsaufbewahrungssysteme oder auch Hundewagen, also Wägelchen für ans Fahrrad finden könnt. Sorry für die Handyaufnahme, ich habe Alfred schon die Kamera mitgegeben, aber dann fiel mir ein, ich habe die Hundeecke vergessen. Und jetzt kommen wir in den Bereich, den ich am meisten fürchte. Nein, wir fahren erst Klamotten. Hoch. Nein, da fahren wir, guck mal gleich, wir gehen erst hoch, du kriegst erst was zu essen. Hier haben wir doch einen Parkplatz. Genau. Hier könnt ihr euren Wohnwagen, wollte ich schon sagen, Einkaufswagen abstellen. Geht dann nochmal durch diese verführerische Highlight-Deko-Ecke. Ach, guck mal, da stehen die Bullis-Zelte nochmal. Das ist so süß. Oh, hier sind auch die Bulli-Tassen. Hier sind die ganzen Bulli-Sachen wieder. Hier habe ich auch meine Lampe da hinten gefunden. Und hier Salz und Pfeffer, Modellautos, das ist nett. Und Alfred freut sich immer, wenn ich hier durchgehe. Gibt schon schöne Sachen. Ach, guck mal, da sind meine Plüschis. Vielleicht ist die da auch mit Preis. Ich mich jetzt erst mal von dem Schreck erholen, wo ich da von der Hängematte gefallen bin. Ich weiß gar nicht, hast du das gefüllt? Nein, ich war zu langsam. Die Hängematte hat einen Überschlag gemacht, nur ich war in dem Schlag. Ich lag dann auf dem Boden. Ja, dafür gibt es ja jetzt was Leckeres zu essen. Mhm. Genau. Ich wollte mal Pommes. Esse ich sonst nie. Außerhalb des Restaurantbereichs habt ihr dann wieder alles rund um die Zelte. Hier gibt es Vorzelte, also nicht nur für ein Zelt, sondern natürlich auch für einen Wohnwagen und Wohnmobile. Und hier nur ein kleiner Eindruck, wie voll es ist. Und das ist der kleine Parkplatz. Ich gehe mit euch mal eben sporadisch hier durch die Vielzahl der Vorzelte, die es da so gibt. Und
Also von daher, ich schwenke mal nach oben. In allen Größen und Varianten gibt's die hier. Kurbeln für die Markisen haben wir auch, sowie die verschiedenen Markisenhalterungen für Anti-Markisen, Sonnenregen, Windschutz haben wir auch alles hier dann entsprechend von Thule und überwiegend Fiama. Und da sind wir dann auch wieder bei noch mehr Vorzelten, also soweit das Auge reicht in allen Varianten. Das ist kein Vorzelt, das Partyzelt. Ja, also. Wahnsinn. Dann noch schnell in den oberen Bereich. Hier geht es um den Garten, Barbecue und um euren Swimmingpool. Wunderschön dekoriert alles. Das ist ein Bereich, den ich auch sehr mag. Zum Leidwesen von Alfred, den ich jetzt auch noch unten im Restaurant geparkt habe. Und von dem blöden Ding bin ich eben runtergefallen. Also eigentlich wollte ich mich draufsetzen, da war ich auch schon einmal über Kopf unten. Also ich habe echt einen Überschlag damit gemacht. Das ist ein Bereich, den die wenigsten beim Opening vermuten. Ich glaube, die haben wir zu Hause. Mal gut, dass ich Alfred nicht mit hochgenommen habe. Ich meine, wir haben ja so ein Teil zu Hause, aber ob ihm das noch genügen würde? Fragezeichen, vor allem das mit der Gusspfanne. Uiuiui. Das schneide ich besser raus. Sonst habe ich den hier oben. Alfred hat sich das Kinderzelt ausgesucht. Der kleine Alfred möchte bitte in der Spielecke abgeholt werden, weil klein Alfred sitzt hier. Oh, ist so gemütlich mit dem Kamin da drin. Echt. Super. Ups. Ja. Machst du das Fazit? Dann gebe ich dir die Kamera, die nämlich immer noch spielt. Ich kann kein Fazit machen, weil ich bis gerade kein Mikro hatte. Stimmt. Dann mache ich es mal wieder. Den Bereich oder die Aktion Betty kauft eine Jacke ersparen wir euch. Da könnt ihr gerne in den Vorgänger unserer Obelink-Reihe gucken. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Stimmt ja gar nicht, ich weiß ja genau, was ich will. Ich entlasse Alfred jetzt schon mal ins Wohnmobil zu gehen. Ich werde dann alleine zur Kasse weiter wackeln. Und ja, Fazit ist, wir haben das, was wir wollen, diesmal mehr als sonst bekommen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die man dann eben online besorgen muss. Aber hier ist es so voll und so viele Familien, die wirklich ihre Erstausstattung sich anschaffen mit schulpflichtigen Kindern in dem Alter, sage ich mal, Grundschulalter. Wobei ich dann feststellen muss, Campingboom ist, glaube ich, noch nicht abgebrochen. Der hat hier gerade noch mal einen Hype. Und im Bereich der Zelte war gar nichts los. Ist wohl ein Zeichen dafür, dass man doch eher Richtung Wohnmobil oder Wohnwagen tendiert. Wir haben auch einige getroffen, die aus unserer Community sind, die seit einigen Monaten erst Camper sind. Also von daher, Campingboom hat noch lange kein Aus. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren da einen großen Rückschlag erleben werden. Und so voll wie es jetzt ist, möchte ich bei meinem nächsten Besuch hier auch nicht mehr erleben. Wir sagen wieder mal, der Besuch hat sich gelohnt. Wir haben alles bekommen, wir haben lecker gegessen, tolle Leute wieder kennengelernt oder auch wieder getroffen. Aber beim nächsten Mal fahre ich, glaube ich, wieder im Winter und das in der Woche.
Ja. Also von daher, vielen Dank, dass ihr uns wieder bei unserem Einkauf im Oberlink begleitet habt. Und schaut gerne in die Playlist, weil wir haben hier auf einem wunderbaren Stellplatz, ganz ländlich, in 9 Kilometern Entfernung gestanden. Der Stellplatz ist noch nicht ganz fertig. Man kann doch super stehen. Es gibt schon einiges. Stromentsorgung ist da. Schaut mal in die Playlist. Der Stellplatz ohne Namen. Okay, ich sage wieder danke. Der Alfred auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.